Lehrermann ist Deutsche Welle. Herr Bundeskanzler, die G7 bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja. Könnte ich. Das war's. Okay. Entscheidend ist, dass man entscheidet. Und Probleme gibt's immer. Nur Probleme braucht man nicht diskutieren, die muss man lösen. Und die anderen diskutieren ewig, anstatt sie zu lösen. Und wer Ihnen sagt, der hat ein großes Problem, dem sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Er sei ein ganz großer Versager. Jedes große Problem war klein und hätte es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Wenn in Katar eine Frau vergewaltigt wird, dann kommt sie dafür ins Gefängnis. Die Frau, nicht der Mann, weil sie dann eine Ehebrecherin ist. Also so ein Land ist das so. Und da gehen wir jetzt hin und betteln, dass sie uns ihr teures Flüssiggas verkaufen, weil wir das billige Putin-Gas nicht mehr wollen. Was ist da logisch? Und wie gesagt, Putin kann sein Gas ja nicht nur nach China und in die Türkei verkaufen. Ganz Lateinamerika beteiligt sich, ganz Afrika beteiligt sich. Sie machen die Sanktionen schlecht und sagen, das bringt nichts. Ukrainer sind im Moment Edelflüchtlinge. Ja, die kriegen alles, was sie wollen. Die kriegen Hartz IV, die, was weiß ich. Weißt du, wie oft ich ukrainische Kennzeichen an Porsches sehe? Wo ich denke so, ah, okay, da hatten auch nur die Leute die Möglichkeit gehabt haben, die ein schnelles Auto hatten, zu flüchten. Hat man den Leuten aus Afrika eine Krankenversicherung gegeben? Hat man ihnen Hartz IV gegeben? Hat man ihnen eine Arbeitserlaubnis gegeben? Man hat diese Leute jahrelang auf Booten im Mittelmeer sterben lassen und hat sie einquartiert in Asylantenheime. Und immer noch ist es so jeden Tag. Ist das nicht ein Edelflüchtling, der nach Deutschland kommt und hofiert wird, als wäre er was Besonderes? Er ist genauso ein Flüchtling wie alle anderen auch. Und dann bitte kümmert euch um die anderen Flüchtlinge genauso. Das ist das, was ich sage. Wenn die NATO in einen Krieg mit Russland trifft, dann möchte ich die hier Klatschenden sehen. Die haben alle die Eier, jetzt zu klatschen. Aber wenn eine Bombe auf Berlin fällt, stehen die vorm Bunker und klopfen. Lass mich rein! Ich bin Pazifist! Hör auf, ey. Ich werde sauer, wenn ich darüber... Ich werde echt sauer. Ich lebe im Jahr 22 und Leute reden, wir müssen Putin in die Knie zwingen. Mit Not mit Atomwaffen. Habt ihr sie noch alle? Wir reden über Atomwaffen. Nein, darüber reden wir gar nicht. Wir reden in der Konsequenz über Atomwaffen. Am Ende, wenn es nicht funktioniert, wie willst du ihn dann in die Knie zwingen? Wie? Wie willst du, wenn die Waffen nicht reichen? Was machst du dann? Warum sollen sie denn nicht reichen? Das ist doch die Frage. Ich glaube, ich bin sehr sicher, dass du Putin unterschätzt und dass du... Dass deine Idee eine romantische sein mag, aber sie hat mit Diplomatie nichts zu tun. Ist nicht romantisch. Genießt diesen Sommer, denn der Winter wird richtig beschissen. Als erstes plant diese Regierung wieder neue, völlig idiotische Corona-Maßnahmen. Und weil Scholz und Habeck unsere Energieversorgung, also die Gasversorgung, verkackt haben, wird es in euren Wohnungen im Winter richtig kalt werden. Sau kalt. Aber das ist nur ein Teil der Katastrophen, die auf euch zukommen. Und deswegen sage ich, genießt diesen Sommer, haut euch rein. Der Sommer ist schnell vorüber. Und der Winter dieser Regierung kommt. Und sie werden dort nicht einfach so mal wieder abziehen. Sie haben ja noch ein immenses Waffenpotenzial. Sie haben enorme Ressourcen. Sie haben auch noch viel schlimmere Waffen, als bisher eingesetzt wurden. Und bevor sie dort abziehen, werden sie sicherlich das, was sie militärisch können, auch zum Einsatz bringen. Und die Frage ist, wollen wir das? Und was passiert vor allem, wenn das immer mehr eskaliert? Also wenn immer mehr Waffen dann auch der NATO eingesetzt werden, wird auch Putin brutalere Waffen einsetzen. Und Sie haben ja vorhin zu Recht gesagt, und das ist ja auch geschildert, der Kollege, der gestorben ist. Ich meine, jeden Tag sterben Frauen, sterben Kinder. Wenn man eine Möglichkeit hätte, mit einem Kompromiss diesen Krieg zu beenden, wie viele Tausende, Hunderttausende Menschenleben würde das retten? Ihr habt es geschafft, in 10 Monaten zu zerstören, was meine Generation in 75 Jahren in Deutschland aufgebaut hat. Geht, bevor man euch davon jagt. Wenn Politiker genauso für ihre Taten bestraft würden wie einfache Bürger, säßt ihr längst hinter Gittern, wegen betrügerischem Bankrott. Weil ihr vor der Wahl versprochen habt, dass ihr euch an derartigen Kriegen nicht beteiligt, dass ihr keine Waffen schickt. Und jetzt macht ihr genau das. Time
to say goodbye. Wir sind mittlerweile in einem Stadium des Krieges anbelangt, wo die Ukraine daraus eine Show macht. Wir sind in einem Showkrieg angelangt. Die vor kurzem, schauen wir uns das an, beim Wladimir Klitschko in Kiew einen Kriegsbesuch abgestattet haben. Alle haben sie wunderbaren Rosé-Sprudel, man könnte auch sagen Champagner in der Hand. Und es geht ihnen total gut, sie haben es extrem lustig. Schauen Sie mal, das ist eine Fotostrecke der Zeitschrift Vogue, die ist berühmt, eine berühmte Modezeitschrift. Man könnte jetzt sagen, Krieg wird an Vogue, wird jetzt Mode. Die Dame im blauen Gewand ist die Ehegattin vom Herrn Zelensky. Unten hat man gestellte Fotos, wunderschön geschminkt, alles vorbereitet, mit dem Herrn Zelensky. Das heißt, der macht daraus jetzt eine Modenschau aus diesem Krieg. Wer nimmt denn dann noch ernst, wenn plötzlich europäische Staatslenker weiter Milliarden in die Ukraine-Hilfe hineinstecken, wo man dann so ein Plätzchen finanziert? Aber was mir wichtig ist, dazu zu sagen, wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sage, Alkohol ist grundsätzlich okay.